Hallo, grüß euch. Da ist der mumifizierte Ingo und der mumifizierte Baron. Du meinst wohl den Drachenkaiser. Drachenkaiser, Baron. Es geht heute um Mumie Teil 3. Der dritte Teil der Erfolgsserie von der Mumie und die Mumie kehrt zurück. Herr Baron, um was geht's ganz kurz? Ja, wir suchen halt natürlich wieder mal ein Grabmal. Und zwar dieses Mal dieses des Drachenkaisers. Ja. Die finden es auch und irgendwie... wie es der Teufel so haben will, erwecken sie halt denselben zum Leben. Genau. Die Geschichte entwickelt sich, also man muss gleich zu Beginn auch sagen, es ist natürlich, so wie die ersten zwei Teile, einfach ein Abenteuerfilm, aber es gibt viele Fans, die einfach sich hinsetzen wollen, irgendwas Spannendes sehen wollen, und da ist die Mumie 3, wie gesagt, wenn euch Teil 1 und 2 gefallen hat, absolut perfekte Wahl. Wenn man sich jetzt irgendwas super geniales erwartet, so Story, Handlung und so weiter, dann ist man bei dem Film, denke ich, doch ein bisschen falsch. Es ist ja Science Fiction. Genau, es ist Science Fiction und es ist halt doch ein, so, ja, einfach ein reiner Abenteuerfilm, der natürlich kein Indiana Jones oder so vergleichbar ist, aber trotzdem gute Unterhaltung ist. Und wie ihr seht, wir haben uns da in Schale geworfen und beim Herrn Baron haben wir noch ein bisschen viel von diesem Verbandszeug auch verwendet, deswegen ist es bei mir dann auch noch weniger geworden, also er ist eh noch besser gekleidet als ich. Und wir wollen einfach nur sagen, hey, schaut euch an, die Mumie 3, viel Spaß dabei. Auf der Baronischen Werteskala? Ja. Gibt es zwei Mumien? Ja, 98 Mumien. 100, beziehungsweise 90 Mumien. Mhm. Perfekt, viel Spaß.